Gott, wie sollen wir das alles hinbekommen und wie soll ich das alles schaffen und werde ich jedem gerecht? Wie wird Sina gehen? Wird Sina Schmerzen haben? Wird alles gut gehen? Wird es beiden gut gehen? Ich bin der Janne. Ich bin die Sina. So, wir sind hier bei uns in Gerhardsbrunn, bei uns zu Hause auf dem Erlebnishof. Wir haben hier ganz viele Tiere, die ein neues Zuhause gesucht haben, die ausgesetzt wurden oder die auch beschlagnahmt wurden von den Ämtern, die hier ein neues Zuhause finden und die wir hier betreuen und beherbergen. Und ja, erleben mit denen jeden Tag ganz viele wunderbare Momente. Bambi? Genau, das ist die Bambi. Ja, Bambi wohnt jetzt auch hier. Ah, es ist ein bisschen was passiert. Genau. Ich bin gewachsen. Nee, mein Bauch ist gewachsen. Unsere Tochter ist gewachsen. Und ja, morgen bin ich nicht mehr dick. Zumindest nicht mehr mit Füllung. Ja, und ansonsten, was ist noch passiert? Das ist noch passiert. Das ist noch passiert. Wir haben geheiratet. Genau. Ganz heimlich und alleine. Nee, mit unseren Trauzeugen. Mit unseren Hunden. Mit unseren vier Trauzeugen, die dabei waren. Ja, das war echt schön. Und jeder hat ein Schleifchen anbekommen. Und die sahen auch fesch aus. Ja. Also war ein schöner Tag. Jetzt fahren wir zu den Pferden und zu den Eseln. Unsere Morgenroutine. Mal gucken, ob alles gut ist. Bisschen sauber machen. Auf die Wiese lassen. Ja, so ist der Plan. Unser Kind, da freue ich mich sehr und das wird auch wirklich schön. Also das glaube ich schon. Nur weiß ich nicht, wie es morgen wird. So der Kaiserschnitt, wie wird Sina gehen? Wird Sina Schmerzen haben? Wird alles gut gehen? Wird es beiden gut gehen? Ja, da denkt man schon an alles. Ne? Ich glaube, das Schwierige ist einfach, ich kann ja nichts machen. Also ich stehe nur da und gucke nur. Ja, das ist schon heftig. Geburt heute Nacht auch Party. Also ich war schon ab und zu mal ein bisschen mehr geplättet, als man sonst ist. Aber ich war eigentlich jeden Tag bei den Tieren. Ich habe alles normal gemacht, bis auf die Sachen, die man nicht machen soll, schwer heben und so Kram. Das habe ich nicht gemacht. Meistens. Meistens zumindest. Aber manchmal natürlich erwischt und dann Sina, Janne, dann ging es doch jetzt einfach gerade schneller. Ja, aber, ja, toll. Ja, aber ja, ich war eigentlich die ganze Zeit draußen. Ich habe ganz normal Kindergeburtstag gefeiert, Eselwanderungen mitgemacht. Ich glaube auch, wenn man sich fit hält und nicht an diesen Punkt kommt, wo man sagt, ab jetzt mache ich nichts mehr, bleibt man auch fit. Also so war meine Erfahrung. Natürlich muss ich wirklich sagen, ich hatte eine Traumschwangerschaft. Das ist jetzt die neue, also wir hatten ja die Quarantäne erst drüben. Und die ist jetzt hierher gezogen, die Hasenquarantäne. Und dann ist nämlich drüben genug Platz für die ganzen Katzen, weil wir momentan unfassbar viele Katzenbabys haben. Und die Hasen aber alle neu kamen, beziehungsweise teilweise auch verletzt waren. Und die sitzen jetzt halt noch in Quarantäne. Ja, also bis deren Impfschutz komplett da ist. Und sie dann auch entweder ausziehen dürfen in ein neues Zuhause oder dann in unsere großen Gruppen integriert werden. Also wir geben ja nur Katzenbabys und Hasen ab. Die restlichen Tiere bleiben ja sowieso bei uns. Eigentlich unsere ganzen Hunde, die geben wir alle nicht mehr her. Die sind Teil der Familie und bleiben bei uns. Aber das Elsie kann ich hochheben. Das Elsie. Ja, das Elsie ist nie so begeistert, wenn man sie hochhebt, gell? Gell, genau. Bin ich auch mal gespannt, was sie sagen werden. Elsa wird, glaube ich, so ein kleiner Beschützerhund. Gell, Elsie? Man verändert sich ja jetzt auch so. Schwangerschaft ist ja jetzt nicht nur ein Monat, geht ja schon über ein paar Monate. Von daher lernt man in der Zeit mega viel. Also ja. Und ja, es wird schön. Also es ist klar, es ist viel an Pensum. Ja. Und natürlich jetzt nach dem Kaiserschnitt werde ich nicht direkt wieder ab übermorgen quasi hier stehen und sagen, yeah, ich mache Kindergeburtstage. Klar hat es mal ein bisschen da gezwickt und ein bisschen hier. Und es gab mal Tage, wo es mir besser und mal schlechter ging. Das ist normal. Aber es war nie so, dass ich mich so geplättet gefühlt habe, dass ich gesagt habe, okay, ich kann gar nichts machen.
Also das überhaupt nicht. Für dich war es anstrengender mental. Ja. Weil du immer gedacht hast, das ist irgendwas oder keine Ahnung, hast du so. Weil ich dann sagt sie so im Nebensatz, ach, heute habe ich es noch gar nicht gespürt. Und dann hast du natürlich direkt gedacht, wie, heute hast du noch gar nicht gespürt? Ist alles normal? Was ist los? Ne? Shanti! Bärchen! Guck mal jetzt, ob sich da einer verkauft. Brunnelchen, Bertachen. Bruno, Bertha! Gibst du mir mal was? Das ist der Falsche. Bruno, komm, schnell! Komm runter! Hopp! Sina, mach langsam. Ja, komm! Komm! Ich freue mich natürlich auch, hier überhaupt ihr das ermöglichen zu können, mit so vielen Tieren aufzuwachsen, weil ich einfach glaube, dass das total schön für sie sein wird und ihr bestimmt auch ja, total viel geben wird und sie hoffentlich eine unvergessliche Kindheit hat. Im Dorf aufzuwachsen ist einfach, glaube ich, was anderes als in der Stadt. Ei toll, Berti. Ich bin halt doch noch ein bisschen Mama. Ja, ach geh, jetzt quetscht er sich da hoch. Bruno. Ab dann, wenn Carmen kommt, weiß ich, es dauert nicht mehr lang. Also Carmen arbeitet am Krankenhaus als Intensivkrankenschwester. Wir hoffen mal nicht, dass Sina, ich oder das Baby auf Intensiv landen werden. Ja, aber, vor allem du. Genau. Man muss auch dazu sagen, Carmen hat heute Nacht Nachtschicht. Das heißt, sie wird morgen früh aus der Nachtschicht einfach weitermachen und dann bei uns dabei zu sein. Also sie wird nur als Freundin dabei sein. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen helfen, ein bisschen entspannter zu sein, weil ich weiß, ach guck mal, die kenne ich, die fängt mich auf, wenn ich umfalle, die hilft mir, wenn irgendwas keine Ahnung was ist. Und genauso dann auch zu Sina, ne, wenn da irgendwas sein sollte. Komm, du schläfst jetzt nicht mehr. Also wirklich eine Freundschaft, die schon sehr, sehr lange hält und mit der ich auch über alles reden kann. Und, ja, auch für mich eine richtig gute Freundin. Schon so meine beste Freundin. Ja. Und es ist ein kleines Kerlchen. Und wir haben dort, wo ich wohne, auf dem Bauernhof, nur große Hühner. Ja. Wenn wir den einzeln dazu machen, dann wird der sofort gemobbt. Ja, dann ist ja, klar. Tot. Ja. Ich weiß einfach nicht, was ich mache. Ja. Hey, komm mal rein, wir gucken mal. Vor allem, das sollte ich dazu, aber da bin ich ja bei euch absolut im Sicheren, nicht vergessen. Ja, das passiert nicht. Das kann da rausspringen, ne? Ich hab's dann mal Tomi genannt. Okay. Ja. Ja. Ja, hat auch noch Pflaumen. Ja, das ist eigentlich noch ein Baby. Dann hätte er dir mal besser zwei mitgegeben. Er hat mir aber nur das eine mitgegeben. Ja, ja, wenn ich okay, zwei oder drei gehabt hätte, hätten wir so können als Gruppe vielleicht integrieren. Ja. Aber so also wir haben auch viele kleine, so ja, kleine Rassen. Ja, so alleine das arme Viech überhaupt keine Chance. Ja, mit den Kleinen, da kann das schon klappen. Setzen es heute Nacht mal dazu und dann schauen wir mal. Ne? Vielen Dank und euch ja, gerne. Alles Gute, ne? Danke, danke. Tschüss, Tomi, ich komme dich besuchen. Ich bin ja froh, wenn die Leute uns das herbringen und ansprechen und mit uns reden und nicht einfach ja, der Karton vor der Tür steht. Das kommt leider auch sehr oft vor. Gerade nachts, wo wir wach werden, wenn die Hunde bellen und da stehen wieder Katzenbabys vor dem Tor oder irgendein Kaninchen oder irgendwas. Das ist schon mehr geworden und ich glaube, das wird auch noch mehr werden, weil ja, Tierärzte werden teurer, alles wird teurer. Das wird schon auch ein Problem bei uns werden. Ja, komm, wir müssen jetzt noch ein paar Sachen machen. Ja, wir müssen echt noch ein paar Sachen machen. Carmen muss ein paar Sachen mit uns erledigen. Ja. Also wir müssen das Babybett anschließen. Anschließen. Wir müssen die Isofix-Station dran machen. Wir müssen meine Kliniktasche ganz dringend noch mal durchgucken, ob ich alles eingepackt habe. Komm, lass dich noch weiter doch. Jetzt. Dina, jetzt stell dir mal vor, es ist ein Baby drin. Ja. Da kannst du nicht da so rumwackeln. Fest. Guck. Die Carmen, die, ja, die steht uns da ja von Tag 1. Die haben wir an dem Abend angerufen, als wir den Test gemacht hatten. Ja. Die war die Erste. Und die, genau, die war die Erste, die das wusste. Und ihr erster Satz, was sie gesagt hat, war, ja, ich werde es lieben, als wäre es mein eigenes Kind. Danke, Mama. Das da kann auch weg. Das da ist das fürs Muttergeld.
Weil ich finde, die Nase hat sie von Janne, weil die hat auch dieses runde und so abstehende Nasenflügel. Die hatte der Janne auch als Baby. Hat er immer noch. Das heißt von dir nur die Ohren. Nee, und der tolle Charakter. Es gibt einem ja auch so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Auch, ja, und die wird uns da unterstützen. Sie hat schon gesagt, wenn ich am Anfang zu oft komme, dann sagt mir das auch ruhig. Dann ich könnte mich auch heimschicken. Aber ich glaub, das ist von mir. Ja, das habe ich eingepackt. Das kommt da rein. Das kuschelt hier. Kommt auch. Kommt ganz oben hin. Süß. Jetzt gehe ich mit der schweren Tasche ins Auto. Yes. Echt komisch, dass jetzt drin ist, oder? So. Die Sonne ist ja heute nicht so geil. Im Dorf aufzuwachsen ist einfach, glaube ich, was anderes als in der Stadt. Soll ich hier nochmal warten? Andererseits wird sie, glaube ich, wenn sie jugendlich ist, ein paar mehr Hürden haben, um irgendwo hinzukommen. Also wir werden sie bestimmt häufiger mal fahren müssen, weil man hier jetzt auch nicht mit dem Fahrrädchen mal irgendwo hinfahren kann. Ist jetzt nicht so gut angebunden mit dem Bus oder so. Deswegen, das sind so ein paar, ich sag mal, Nachteile, aber es hat viele, viele Vorteile. Und ich glaube, wenn man das gut handelt und wie sie dann fahren oder so, dann wird es auch. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass im Dorf vielleicht noch das eine oder andere Baby dazukommt. Genau. Dann gibt es ja schöne Fahrgemeinschaften. Schöne Fahrgemeinschaften und schöne Spieltreffs. Meine Mama, die ist ja auch Erzieherin und die hat schon gesagt, oh, ich mache hier eine Krabbelgruppe mit Kindern und so tiergestützte Krabbelgruppe bei den Hasen im Stall oder sonst wo, ne? Und ja, also die freuen sich schon. Also die freuen sich alle total. Hallo, hallo. Was habt ihr denn dabei? Hallo, Schuppelchen. Hallo, bist du ja wieder gut. Hallo, Emmy. Hallo. Ah. Ich kann kurz mitkommen und dir nochmal alles Gute zu wünschen für morgen. Danke, danke, danke. Wir sehen uns morgen. Wir schicken Bilder. Okay. Ciao, Emmelchen. Ja, eine Netzhaarbrüche. Geh ab und zu mal nach ihm gucken, die Woche. Ja, ich komme. Ja, ich pass auf dich auf. Ja. Ah, so langsam geht jetzt schon die Frada. Schon ernst. Andauernd kommen Nachrichten rein und Anrufe. Wir sind voll bei euch und denken morgen an euch. Und es ist auch spannend und überhaupt. Und da denkst du schon so, ja krass, das ist jetzt halt bald, ne? Ich soll mich um dich kümmern. Ja, ich muss mich ja nicht viel um dich kümmern. Du bist ja gechillt. Du musst dich um mich kümmern. Du schaffst das schon. Was jetzt? Deine Operation wird bestimmt gut. Ach, der Opa hat auch so geweint. Ich hasse nur. Ach, stimmt, du hast jetzt. Ach, Julian, ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht. Ich werde einfach Uropa. Noch geh. Hallo, Mami. Hi, mein Kind. Bald Oma. Ja, alles gut. Bei dir? Jan ist ein bisschen aufgeregt. Und die Sina? Du nicht? Total entspannt. Ja, eigentlich schon. Du musst doch gleich wieder weinen. Also wir gehen jetzt erstmal die Schippe machen und Heu. Und Sina ja. Kocht. Ja. Ganz toller Papa. Ganz fürsorglicher Papa. Auf jeden Fall. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Ganz lieber Papa. Ei, klar. Und strenger. Und die Sina? Nee. Ich glaube einfach, dass das aber auch gut so war. Dass die da überhaupt keine Zeit gehabt haben, irgendwie groß über irgendwas nachzudenken. Und so wird, glaube ich, jetzt auch die Zeit mit genug. Baby. Also ich glaube, dadurch, dass sie noch so jung sind, sehen die vieles anders und lockerer und entspannter. Und heute kamen drei Hühner an. Ja, und die drei dürfen jetzt bei uns einziehen und dürfen jetzt heute Abend zu unseren anderen Hühnern. Genau, die alle schon bettfertig auf der Stange sitzen. Hier ist richtig was los, ja. Das denkt sich das Ding auch. Ich komme. So, die dürfen sich jetzt hier eingewöhnen bei den anderen, weil die Hühner erstmal in dem Stall, wo sie auch nachts sind, reinkommen sollen. Hätten wir sie einfach rausgesetzt, dann wären sie heute Abend nicht reingegangen. Und so wissen sie einfach, heute Nacht schlafen wir hier und dann werden sie tagsüber mit den anderen Hühnern rausgehen und nachts auch wieder hierher kommen. Dann haben wir es geschafft. Hühner sind hoffentlich glücklich und zufrieden im neuen Heim angekommen.
Hallo Coco. Coco. Du hattest schon Abendessen. So, ich gehe jetzt noch die Katzen versorgen, unsere ganzen Katzenbabys. Ja, also Kindergeburtstage läuft mega gut. Und was wir gerne noch mehr machen würden, ist so Schulklassen, also so ein bisschen größere Gruppen oder ja, einfach so ein bisschen informativere Sachen. Die werden gerade noch mal entwurmt. Also sie machen auch abends immer so, als hätten sie nichts zu fressen, obwohl Trockenfutter immer frei zur Verfügung steht. Kostenlos sind die nicht, weil wir investieren ja auch in Impfung, nochmal eine Impfung, chippen, entwurmen, entflohen. Allgemein, wenn man ein Tier vermittelt, braucht man eine Tierschutzgebühr, dass man da auch rechtlich gegen vorgehen kann, wenn irgendwas nicht stimmt. Wir suchen uns die Leute auch immer ganz genau aus und viele kennt man natürlich über die Praxis oder über unseren Hof und irgendwo schließt sich dann wieder so ein Kreis. Das ist immer ganz schön. Genau, da haben wir hier die drei kleineren Einzelzimmer und hier hinten nochmal ein geräumigeres Gruppenzimmer oder ja, wenn zwei Katzen kommen oder drei Katzen, weil da drei Löcher drin sind in der Mauer. Das heißt, jede Katze hat die Möglichkeit, sich auch in so eine Höhle zu legen. Also die Nacht sind 18 Euro. Genau. Bei zwei ist es nochmal ein bisschen günstiger, weil die ja dann oft dasselbe Zimmer belegen oder das, ja genau, wir sagen auch immer eigenes Futter mitbringen. Ja. Gerade wenn man oft ja nicht das Geld hat, um zum Beispiel zu spenden, dann kann man sich ja auch so einbringen und sagen, gut, ich kann zwar kein Geld spenden, aber dafür spende ich euch meine Zeit. Also wenn sie hier so und redet, da redet. Man tut sich selbst was Gutes, den Tieren was Gutes, uns was Gutes. Wir freuen uns dann abends ja auch mal ein bisschen früher fertig zu sein und nicht immer so ganz krass gebunden zu sein. Weil ja, man ja doch eine hohe Verantwortung gegenüber den ganzen Tieren hat, die sich schließlich nur auf uns verlassen können. Klar denkt man sich auch mal, boah, heute Morgen, gut, uns ist jetzt ja auch nicht in 5 Minuten gemacht, sondern man will es ja auch immer zufriedenstellend machen und das halt jeden Tag. Egal welcher Tag, egal was man am Abend davor gemacht hat, das gehört dazu. Ja? Jana? Ja? Ja, ich bin 20. Wo nehme ich das her? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es einfach so in meiner Natur, entspannt zu sein bei solchen Dingen. Ich habe vorhin zum Janne gesagt, ich war vor meinen Abi-Prüfungen deutlich aufgeregter oder auch bei der Fahrschule. Also klar, es gab auch schon Situationen in der Schwangerschaft, wo ich irgendwie Zweifel hatte und gedacht habe, oh Gott, wie sollen wir das alles hinbekommen und wie soll ich das alles schaffen und werde ich jedem gerecht, allem gerecht. Ne? So vielen Tieren musst du ja auch irgendwie doch auch mit deinen Emotionen und deiner Liebe und allem gerecht werden. Du willst aber auch deinem Mann, ne, gerecht werden, du willst dem Kind gerecht werden. Und da ist man schon teilweise überfordert, weil man ja einfach vielleicht glaubt, dass man das nicht schafft. Aber auch da ist es wichtig, ja, gelassen zu bleiben und zu versuchen, sich auf die wesentlichen Sachen zu fokussieren und zu wissen, dass man es eh nicht beeinflussen kann, wie es dann wird und dass man in der Situation schauen muss, wie ist das Kind drauf, wie bin ich drauf, wie ist mein Mann drauf, wie sind die Tiere drauf und dann guckt, wie kriegen wir das jetzt alles unter einen Hut und ja, ich glaube, so muss es laufen, anders kriegt man es nicht hin. Ich habe ja die Zusage für Psychologie bekommen. Und werde dann nächstes Jahr im Oktober anfangen. Ja, Janne wird ja erstmal zu Hause sein und ja, Hund und Hof und so managen. Aber ja, für mich geht es dann wieder ins Studium. Mir war es auch von Anfang an wichtig, dass ich was für mich habe, dass Janne was für sich hat. Und wir nicht beide in einem Business drin hängen. Wir arbeiten genug zusammen durch die Tiere, durch den Hof. Und es ist auch schön, wenn man abends heimkommt und kann was von seinem Job erzählen und er kann was von sich erzählen, was er erlebt hat. Das ist, glaube ich, auch wichtig für eine Beziehung, dass jeder so seins hat auch. Ne? 20.12 Uhr. Und Gott, schon viel nach 10. Ja. Ich sag mal, wenn wir um 12 schlafen, 4 aufstehen. 4 Stunden Schlaf ist schon stramm. Aber ob ich die viel schlafe, weiß ich auch nicht. Mhm. So, eine Stunde. Tomate, Mozzarella. Mhm. Also guten Appetit. Genau. Lecker. Da darfst du auch nichts anderes sagen. Alexa, schalte Hof an. Hopsida! Es ist ungefähr 4:30, würde ich sagen. Ja, 20 vor 5.
Wir sind seit ungefähr 20 Minuten aufgestanden. Jetzt geht's los zu den Tieren, dass sie versorgt sind, wenn wir dann in die Klinik fahren. Das ist schon jetzt so, sind schon die Basics. Also das muss einfach sein. Die sind abhängig von uns und deswegen bei uns gehen die Tiere immer vor. Bevor wir essen, haben alle Tiere gegessen. Zumindest ist das unser Ziel. Ciao, Mäusis. Passt gut auf euch auf. Der Janne ist da und guckt nach euch. Oh Mann. Jetzt werde ich ein bisschen sentimental. Bei meinen Bärchen werde ich ein bisschen sentimental. Du musst gut aufpassen. Ich passe gut auf. Oh, scheiße. Weißt du, ich bin eher sentimental, was ich überhaupt nicht von mir kenne, als dass ich irgendwie aufgeregt bin. Nee, Sorgen nicht. Ich weiß ja, dass der Janne da ist und nach ihm guckt, aber es ist trotzdem komisch. Und ich hoffe, dass sie mich danach genauso wiedererkennen und noch zu mir kommen. Und bis nur 2 Tage haben wir. Ja, das hoffe ich ja auch. Aber ich werde bestimmt nicht in 2 Tagen da oben auf dem Baum stehen und sagen, hi Leute, bin wir wieder da. Schon runterkommen. Ja. Oh, Mann, ey. Das kenne ich nicht von mir. So ist das mit den Hormonen, die mich eigentlich überhaupt nicht eingeholt haben während der Schwangerschaft. Und jetzt ganz zum Schluss noch, oh Mann. Ach ja, das gehört halt einfach dazu, ne? Es ist 5 Uhr. Der Janne fährt jetzt. Es ist 4.58 Uhr. Janne fährt jetzt zu den Pferden. Ich ziehe mich um, fütter noch die Hunde. Und dann geht's los. Und nichts essen und nichts trinken. Moin Gary. Hallo Fienchen. Alles durchgespielt von der Ankunft bis zur Heimfahrt, bis alles. Was kann passieren, was kann nicht passieren. Hallo Maxi. Tiere und lieben den Erlebnishof. Ja, das ist die unsere Welt. Na, 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 na. Also eigentlich hatten wir uns natürlich eine spontane Entbindung gewünscht. So wie das jeder halt sich erträumt. Ne? Wobei ich schon immer gesagt habe, ach, so ein Kaiserschnitt hat auch seine Vorteile. Geplant. Man kann planen. Unsere Tochter hat leider mehrfach die Nabel schon um den Hals und hat die Arme schon so nach oben. Sina, bist du aufgeregt? Nein. Gut. Das haben wir so schön geübt. Also ist es ja nicht so, dass ich jetzt gar nicht, also Janne, das wäre ja, also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, oh, so entspannt wie vorm Schlafen gehen. So ist es jetzt auch nicht. Hallo, mein Bauch wird aufgeschnibbelt. Du, mir musst das nicht erzählen. Alles gut. Also, man macht sich ja doch auch immer Sorgen. Es kann was passieren bei beiden. Es kann ihr was passieren. Es kann. Weil ich war da immer so ganz. Du warst immer ganz entspannt. Also ja, ganz gechillt, ganz optimistisch. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass es mir so gut geht und auch ging in der letzten Zeit. Ja. Und ich glaube auch, dass sich das Entspannte gut auf unser Kind ausüben wird. Tschüss. Mann, warum kann sie da so tough sein? Aber ja, ich bin ja ganz froh, dass sie so ist. Du darfst hier einen Moment warten. Ich schleuse sie ein. Und komm dich holen. Ich schreib mit ihm. Tschüss, mit mein Schatz. Wenn das in Ordnung ist. Natürlich noch ein Küsschen. Komm. Oh. Da war ja was. Na, ich muss schon sagen, ich habe schon glückslos, weil du mich wirklich sehr gut unterstützt und auch immer so Verständnis immer hattest. Und da bin ich wirklich glücklich. Ich atme. Ich laufe, ich atme, ich knete. Super. In den besten Händen. Ich weiß. Wie lange dauert es jetzt circa bis dahin? Nicht lang. 10 Minuten. Wir testen ein bisschen. Ja, okay. Dann geht es
Ist alles gut bei dir? Ja. Ist alles gut bei dir? Ja. Okay. Was tun sie denn heute so lang drauf? Du machst das so tapfer. Ich kann richtig stolz auf dich sein. Alles super. Alles super. Drück noch mal ein bisschen daneben. Gleich ist wieder Platz drin. Gleich ist wieder Platz. Gleich bin ich wieder schwanger und ich war doch so gern schwanger. Jetzt lass ein bisschen ruckeln am Bauch ja, nochmal, gell? Alles klar. Wir sind jetzt an der Einfahrung, ja. Du bist so tapfer. Denkst du? Sie sieht jetzt langsam aus, meine Liebe. Ja? Sie sieht schon die Fuß. Was? Du siehst ihr Fuß? Ach Gott! Nein! Oh mein Gott! Okay, so. Oh, hallo! Ja, Tavo! Ja, sag mal hallo, du! Oh Gott, süß! Das ist richtig süß, ich mach's. Da ist er! Ja! Oh, na, guck! Oh, nee, ich hab alles süß! Warum heulen wir denn heute so viel? Wir heulen doch sonst nicht. Taxi-Life. Sie so ziehen für die Milch. Ich will nicht so den Bauch wackeln. Ich geb dir ein paar Tränen. Guck mal, wie hübsch. Oh mein Gott. Ich hab mir auch Mühe gegeben. Das sieht gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist so entspannt, wie ich war. Guck mal, sie hat so Hände wie wenn ich bade. 3690. Aber wir sind fair. Die Pfeffer ziehen wir ab. Was ist denn hier? Wer ist denn nächste Woche gekommen? Ich kann, glaube ich, noch gar nicht richtig reden. Weil es einfach so schön ist. So ein richtiges kleines Wunder. Und dass alles gut ist, dass es Sina gut geht. Dass der kleine Lou gut geht. Ist einfach schön. Das ging auch so schnell. Und alle Ärzte und alle Pfleger total lieb. Und man hat gemerkt, die haben sich auch so richtig mitgefreut und das ist dann schon schön. Aufregend. Ganz. Man kann es immer noch nicht realisieren, also dass das jetzt irgendwie und unser Kind ist, was die ganze Zeit in meinem Bauch war, das kann ich irgendwie noch nicht so realisieren. Tiere und ein Baby, so schaut's aus. Ein Baby, was immer dabei sein wird. Alles gut, alles gut. Shanti, alles gut. Alles gut, Leute. Sina geht's gut, Baby geht's gut. So, noch sitzt der kleine Tofu hier drin, aber bald sitzt schon die kleine Lou hier drin und wir freuen uns alle schon sehr, wenn sie endlich nach Hause kommen. Wenn ihr noch mehr Dorfmenschen kennenlernen wollt oder Geschichten erfahren möchtet, dann guckt hier.